Guten Morgen, mein Name ist Dr. Silber, ich bin Frauenarzt in Lüdenscheid. Sie haben sich gewünscht, dass wir heute über Eierstockzysten sprechen, sogenannte Ovarialzysten. Und das wird unser Thema sein. Jeder Mensch unter der Haut, unter Fettschichten, die man denn hat im Körper, hat grundsätzlich eine Muskelschicht. Unter dieser Muskelschicht sieht man viele Organe. Hier im Unterbauchbereich sieht man die Gedärme. Und da ganz tief ist die Blase. Hinter der Blase hat eine Frau, die Gebärmutter in der Regel, mit den Eileitern und den Eierstöcken. Um das denn besser vor Augen zu führen, nehme ich das bekannte Modell. Hier sieht man wiederum die Blase, dahinter die Gebärmutter. Das ist die Scheide, Darm dahinter und hier die Eileiter mit den Eierstöcken an beiden Seiten. Die Eierstockzysten werden oder entstehen hier in den beiden Eierstöcken. Wie entstehen denn solche Zysten bei der Frau? Grundsätzlich ist es so, ich habe hier ein Bild vorbereitet für Sie, die Gebärmutter, die Eierstocken an beiden Seiten und die Eileiter an beiden Seiten. Wir zoomen dann heran und dann sieht man hier einen Eierstock. Da sind Gefäße, die denn diese Eierstock denn versorgen. Die Gefäße gehen dann überall im Eierstock. Was macht der Eierstock? Der Eierstock produziert Eier. Jede Frau hat von Geburt an Ur-Ur-Eizellen, die noch heranreifen müssen. Eine bestimmte Zahl, ich habe das auch in anderen Videos dann erwähnt. Diese Eier reifen abwechselnd heran und werden auch abwechselnd Monat für Monat in der Regel ausgestoßen. Wenn sie eine Größe von ca. 2 bis 2,3 cm erreicht haben und reif genug sind. Wenn ein Ei, wie hier das reif ist, ausgestoßen wird, bleibt ein Raum. Das hier ist ein fast reifes Ei, das fast bereit ist zum Ausstoß. Und das hier ist ein Ei, das bereits ausgestoßen ist. Dieser Raum, das da bleibt, wie hier, könnte sich wieder zukleben, zurück verklebt werden. Und dann sammelt sich hier entweder körpereigenes Sekret oder Blut hier drin. Und das, was hier sich entwickelt, nennt sich eine Zyste. Eine andere Art von Zyste kann aber sein, dass das Ei heranreift und größer wird und statt ausgestoßen zu werden, sammelt sich aber Flüssigkeit vom Körper, von der Frau, in diesem Raum hier und es entsteht eine Zyste, ohne dass es denn zu Eisprung kommt. Viele Frauen haben Zyste. Und tatsächlich ist es so, dass jede Frau, fast 80% der Frauen im Lauf ihres Lebens, bekommt Zysten. Zysten per se sind nicht schlimm und Zysten, die unter 5 cm groß sind, machen in der Regel keine oder kaum Beschwerden. Zysten allerdings können Beschwerden machen. Nun, die andere Arten von Zysten, die geben können, ist, jedes Mal, wenn es zum Eisprung kommt, bildet sich denn in dem Raum ein sogenannter Gelbkörper, die das Gelbkörperhormon produziert. Und dieses Gelbkörper ist dafür da, falls es zu einer Schwangerschaft kommt, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, bis die Schwangerschaft mit dem Plazenta in der Gebärmutter diese Rolle übernimmt. Das heißt, wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, nach ca. 10 bis 14 Tagen, geht denn so ein Gelbkörper zugrunde. Dieser Gelbkörper könnte unterschiedlich groß sein, je nachdem, welche Stimulation es von außen bekommt. Zum Beispiel beim Zwillingen, zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen, wo das Schwangerschaftshormon Beta-HCG oder HCG denn viel ausgeschüttet wird. Kann es sein, dass dieser Gelbkörper, was übrig bleibt, sehr groß ist. Das kann sich auch als Zyste darstellen.
Wenn aber so ein Gelbkörper zugrunde geht, verliert es diese Gelbfarbe und wird kleiner und wird dann zu einem sogenannten Weißkörper oder Corpus albicans. Das kann man auch gegebenenfalls als Zyste sehen. In der Regel machen diese beiden gar keine Beschwerden. Andere Zysten könnte aber entstehen, da in den Geweben diese äußere Schicht des Eierstocks, das nennt sich denn zum Beispiel als Zystadenoma. Alle diese bis jetzt angesprochenen Zysten sind in der Regel gutartig. Das heißt, man bräuchte sich keine Sorgen machen, was Krebs angeht. Es gibt jedoch andere Zysten, die entstehen sollten, die sind aber ein bisschen komplexer. Die sogenannten Demoid-Zysten, diese Zysten, die sind meistens zwischen dem Alter von 12 bis 42 zu sehen, kann natürlich im jüngeren, aber auch im älteren Jahren kommen. Und in diesen Zysten sind Teile drin, wie Zähne oder Fett oder Blut oder Haare. Da sind Urzellen, die sich verändern können. Nur ca. 10-12% der Zysten in einer Frau oder bei einer Frau sind Demoid-Zysten. Und von diesen 10% Zysten, nur ca. 10% könnten sich denn noch verändern, dass sie denn krebserregend sind. Das heißt, nur ca. 2% dieser Zysten entwickeln sich denn weiter zu was Schlechtes. Aber grundsätzlich sind Zysten sehr häufig, viele Frauen haben das und die sind ja ohne Probleme. Eine andere Art von komplexer Zyste ist denn die sogenannte Endometriose-Zyste. Diese Endometriose-Zyste entwickelt sich daraus, wir werden auch gesondert ein Video über Endometriose drehen. In der Regel hat man Zellen, die in der Gebärmutter drin sind. Manchmal hat man versprengte Zellen woanders, außerhalb der Gebärmutter. Und wenn diese Zellen zum Beispiel hier sind und man hat seine Periode, kann es sein, dass diese Zellen viel Blutung ausschütten, dass es denn hier zu einer Zyste kommt, die man das als sogenannte Schokoladenzyste nennt. Die können sehr groß sein. Auch kleinere Zysten können auch Beschwerden machen, wenn es Schokoladenzysten sind. Es sind noch andere Zysten, die man haben könnte, bösartigere Zysten, die sehr, sehr selten sind. Deshalb ist es aber sinnvoll, wenn man denn nicht mehr die Periode hat, sprich so ab über 50, wenn man häufiger Zysten hat oder irgendeine Zyste hat oder zystische Veränderungen im Unterleib hat, sollte man das dann dringend bei dem Frauenarzt denn abklären. Weil, zwar selten, aber in diesem Altersstufe, Altersspanne, ist es denn manchmal bösartig. Es gibt noch andere Zystenformen. Wenn da Blut sich ansammelt, kann es denn unterschiedliche Konsistenz haben, teils mit Blut gefüllt, teils mit Körperflüssigkeit gefüllt, sodass man dann guckt und man sieht, es ist nicht harmonisch. Die Zyste hat verschiedene Fassaden. Manchmal hat man feste Anteile in der Zyste. Hier zum Beispiel hat das nicht direkt mit dem Eierstock zu tun, das in der Regel hier wäre. Das ist der Eileiter. Wenn wegen einer Entzündung, wegen Verwachsungen, es denn zu Verklebungen kommt in den Eileitern, kann es sein, dass Flüssigkeit sich da ansammelt und diese Flüssigkeit, die sich ansammelt, machen so eine Pseudozyste. Die machen Eileiterverdickung und Eileitererweiterung, sodass man sogenannte Hydrosalpings hat oder wenn es denn mit Infektion ist, Piosalpings oder gar ein Abszess in den Eileiter haben können, die sich auch ein bisschen so darstellen wie Zysten. Diese Art von Abszesse können auch an den Eierstöcken sein. Dann nennt man das den Ovarialabszess. Wenn es denn hier an den Tuben sind, dann nennt man das ein Tubenabszess. Oder wenn es eine Kombination von Abszess sind, dann nennt man das ein Tubo-Ovarial-Abszess. In der Regel würde denn sowas mit sehr dollen Schmerzen einhergehen. Es würde auch gar mit Fieber einhergehen. Manchmal nach Operationen
entstehenden im Unterleibbereich Verwachsungen. Und wenn es Verwachsungen da gibt, dann bildet sich denn falsche Räume. Diese falschen Hohlräume können denn mit Flüssigkeit gefüllt werden, die können Blut ansammeln oder was auch immer. Und dann entstehen so Pseudozysten dann. Manchmal mit mehreren Kammern, manchmal nur eine einfache Kammer. Das sind so die unterschiedlichen Zysten, die man denn haben können. Um dann die Details über alle möglichen Zysten zu sprechen, würde unser Rahmen sprengen. Deshalb würde ich nicht sehr in Detail gehen. Ich würde aber sagen wollen, dass es denn bestimmte Lebenssituationen auch zu einer vermehrten Zystenbildung führen könnte. Aber wenn man denn generell Zyklusstörungen hat, neigt man häufiger zur Zystenbildung. Wenn man hormonelle Störungen hat, ob es denn die weibliche Hormone oder gar Schilddrüsenhormonstörung hat, neigt man auch zur Zystenbildung. Wenn man denn irgendwie Probleme mit Schwangerwerden hat und bestimmte Medikamente einnimmt, wie Clomiphene zum Beispiel, das führt dann vermehrt zur Zystenbildung. Oder wenn man denn Krebsmedikamente oder Krebs gehabt hat und nimmt Medikamente wie Tamoxifen, das könnte auch zur Zystenbildung führen. Die Zysten, die denn selbst entstehen per se, haben denn eigentlich Symptome oder machen bestimmte Beschwerden. Zysten verdrängen. Man hat ja gesehen, dass hier an dem Eierstock sind ja Gefäße. Wenn hier eine große Zyste ist, dann verdrängt diese Zyste die Gewebe, die sonstige Gewebe an dem Eierstock, sodass sie selbst denn schlechter versorgt werden. Dann ist die Hormonproduktion hier anders und die Entwicklung anderer richtiger Zysten auch gestört. So kann es sein, dass jemand denn Zyklusstörungen hat, Blutungsstörungen hat zum Beispiel. Das sind einer der Beschwerden, die man beim Zysten hat. Die können aber auch selbst nur Unterraumbereich irritieren. Wir wissen ja, wenn wir einen Schuh anhaben und da ist ein bisschen Sand drin im Schuh, das könnte stören. Und je nachdem, wo die Position ist oder wo das genau ist im Schuh, kann es auch sehr dolle Schmerzen machen. Und so kann man sich das vorstellen hier im Bauchbereich. Eine Zyste kann nur 3 cm sein, das ist jetzt viel kleiner als 3 cm. Wenn es denn da ist, das könnte an eine falsche Stelle drücken, gegen die Blase zum Beispiel, und dazu führen, dass man häufiger aufs Klo gehen möchte. Es kann auch gegen einen Nerv drücken, dass man denn ständig den Schmerzen hat oder dass man Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat. Es kann auch gegen den Darm oder Darmteil drücken, dann hat man Probleme mit Stuhlgang oder dass man das Gefühl hat, dass man Rückenschmerzen immer ständig hat, wegen dieser Zyste. Je nach Größe natürlich und je nach Position. Die meisten Zysten unter 4 cm bei einer Frau zwischen 11 und 45 machen keine Probleme. Nur, die können sich ja um die Achse drehen, zum Beispiel. Wenn eine Zyste sich um die Achse dreht, dann wird denn auch die Versorgung verdreht. Es kann dann zu einem sogenannten Infarkt kommen. Es kann dann schwarz werden, das ist dann durch die mangelnde Versorgung. Das macht sehr viel Schmerzen, das nennt sich eine Torsion oder eine Stilldrehung der Zyste. Ja? Es kann auch platzen, die normale einfache Zyste platzen und es geht Flüssigkeit im Bauchraum. Diese Flüssigkeit reizt dann diesen Bauchraumbereich und macht Schmerzen, aber diese Schmerzen sind meistens vorübergehend. Man könnte Schmerzmittel kurz nehmen und dann alles wieder gut, weil die Flüssigkeit vom Körper wieder aufgenommen wird. Wenn aber komplizierte Zysten oder Zysten mit Blut drin in den Bauchraum geht oder weil bestimmte Gefäße auch angerissen werden, dann kann denn diese Zysten im Bauchraum bluten, wenn sie platzen. Und wenn sie im Bauchraum bluten, dann sammelt sich das Blut, das macht viel Schmerzen und manchmal muss man das operativ denn beheben. Wie gesagt, die meisten Zysten sind ein Zufallsbefund bei der Untersuchung. Entweder man macht eine Tastuntersuchung und merkt, Eierstock ist ein bisschen vergrößert oder man tastet was, was nicht dahin gehört. Oder wenn man einen Ultraschall macht, dann sieht man denn diese Zysten denn im Unterbauchbereich. Nur,
Wie gesagt, bei einigen Leuten ist es mit Blutungsstörung, mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, mit Rückenschmerzen, mit Menstruationszyklusstörung. Es kann sein, dass jemand ein volles Gefühl hat. Einige Leute sagen, die Brüste spannen mehr. Andere Leute sagen wiederum, es haben so ein Schwächegefühl und ein Dauerschmerz oder Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen bei bestimmten Bewegungen, weil das pendelt auch teilweise manchmal. Es kann auch sein, dass die Leute dann mehr aufs Klo gehen müssen. Und bei bestimmten Situationen, bestimmten Schmerzen könnte einem sogar Atem weggehen oder man fängt an zu hyperventilieren wegen des Schmerzen, wegen der Zyste selbst. Oder aber, dass jemand einen Schwächeanfall deshalb hat. Unterschiedliche Sachen, die man dann immer gucken muss. Deshalb bei bestimmten Beschwerden oder bei unklaren Beschwerden im Unterleib auch an Zysten denken. Ich habe ja gezeigt, dass die Zysten normal Eierstockgewebe verdrängen können und das führt nicht nur zur Blutungsstörung, das kann aber auch zur Infertilität führen. Es gibt noch diese Erkrankung, die man PCO nennt. Das ist, wenn viele Zysten heranreifen gleichzeitig, mehr als 10, mehr als 12 gar in einem Eierstock und die sind ungefähr gleich groß, zwischen 1,5 bis 2,5 cm oder zwischen 1 cm und 2,5 cm, aber es kommt nicht zum sogenannten Eisprung. Dann hat man das sogenannte PCO-Syndrom. Wir werden auch später ein Video machen über PCO-Syndrom, weil wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, wird das denn diese Rahmen denn sprengen. Für Sie als Take-Home-Message ist es nur das. Kleinere Zysten bis 4 bis 5 cm, wenn Sie keine Beschwerden machen und man ist noch nicht in den Wechseljahren, könnte man beobachten und in Ruhe lassen. Wohl wissen, dass es sich auch in seltenen Fällen still drehen können oder platzen können, ein bisschen Schmerz oder kurzfristig starke Schmerzen machen können. Aber die lässt man in Ruhe. Man kann den beobachten alle 3 bis 5 Monate, gucken, ob das denn von alleine weggeht, größer wird, verschlimmert. Wenn es sehr, sehr groß ist, kann man darüber nachdenken, das denn zu entfernen, operativ. Wenn aber Zysten denn Beschwerden machen, wie die ich genannt habe, guckt man zusammen mit ihrem Frauenarzt, je nachdem, was für Leidensdruck sie haben und wie diese Zyste aussieht, kann man dann gegebenenfalls entscheiden, aktiv zu werden, operativ oder sonst aktiv zu werden. Zysten, die größer sind als 4 cm bei Frauen, die schon Wechseljahre haben, musste man das gegebenenfalls abklären. Vor allem je nachdem, wie das aussieht, vom Ultraschall und vom Tasten her. Ob sie weich sind, ob sie derb sind, ob sie denn gleichmäßig sind, so entscheidet man. Viele Leute kommen mit Schmerzmittel kurzfristig ja, gegen ihre Zystenbeschwerden. Andere brauchen stärkere Schmerzmittel, andere Leute brauchen was anderes. Natürlich Sachen wie endometriöse Zysten muss man beheben und gegebenenfalls mit Folgetherapie denn machen. So, im Großen und Ganzen sind das ja die Zysten im Unterleibbereich. Ich bin mir sicher, ich habe die eine oder andere Zysten explizit nicht erwähnen wollen oder erwähnen können. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit dann stellen. Sonst sehen wir uns dann beim nächsten Video. Guten Tag.